Freunde der untergehenden Sonne. Ja, da ist sie wieder. Die Annalena. Die Annalena, nein. Also diese Person, oh. Naja, mag für den einen oder anderen nicht schlecht aussehen. Ah. Ja, lass uns direkt mal loslegen. Jeder kennt ihre Fehltritte, ne? So, Putin muss sich um 360 Grad drehen, damit sich was ändert. Hüpfekästchen im Bunker. Bombe. Sie hört einfach nicht auf, Deutschland zu blamieren. Hier habe ich jetzt mal 5 Dinge rausgesucht. Findet ihr im Internet, deswegen auch heute mal mit Guckeisen. Erstens. Herr Knollte, Sie sind dran. Oh ja, ich hatte fast meinen Einsatz verschlafen. Hallo Leute, da bin ich. Ja, wo soll man anfangen? Mit am besten vielen Dank, Herr Strache. Ja. Was ist denn da nun passiert? Ja, sie war in Österreich mal Tag sagen, ne? Also diese Annalena B. aus Berlin, ja. Die von den Bunden. Ah ne, nur eine Frage. Ja, und da hat sie denn wohl mal ein kleines Wörterbuch geschenkt bekommen. Österreich-Deutsch. So ein Übersetzungsbuch. Braucht man ja eigentlich nicht, weil ist ja all und der gleiche Kauderwelsch, aber so als kleinen Gag hat sie das bekommen. Und zwar von dem Herrn Schallenberg, dem Außenminister von Österreich. Ja, der von der ÖVP. Alle kennen sie, alle haben schon mal gehört. Außer Annalena. Weil die sagte dann, ja, vielen Dank, Herr Strache. Das hätte heißen müssen, vielen Dank, Herr Schallenberg. Hallo, Linchen. Schallenberg heißt der. Ja, die Frau, die ist so. So, astrein, aber da gibt's ja dann den nächsten. Hose, Vase beim Holocaust. Gedenkstätte. Ja, nicht beim Holocaust selber, klar. So alt ist sie noch nicht. Aber an der Gedenkstätte. Yad Vashem heißt der Ort wohl, wenn man das richtig ausspricht. Ja, kann sie ja mal Tag sagen da. Und was macht sie danach? Sie postet Bilder vom Badeurlaub. So nach der Maloche. Frisch aus dem Holocaust-Gedenkstätte ab in Meer, Badeurlaub. Ja, danke schön. Pack dich an den Kopf und sag Köppes gedeih, Frau B. Ja, die ist immer gut, die ist immer gut, die ist immer klasse. Aber mit Geschichte hat die das auch nicht unbedingt so, wie sich das gehört, ne? Weil, ja, sie vergleicht ja da mal, ne, den Ukraine-Krieg damals mit dem Krieg von Napoleon, so im 19. Jahrhundert da, ne? Und dann sagt die doch tatsächlich, der Ukraine-Krieg, der wird nicht nur mit Panzern geführt. Ja. Der arme Napoleon, der hatte nur Panzer. Panzer? Napoleon? Waren das nicht Pferde? Naja, egal. Ja. Ah, und das Beste ist, wie sie die Welt kennt. Die Welt, die Runde, die wo ihr darauf wohnt, tut, ne? Länder, die hunderttausende Kilometer entfernt liegen. Ja, nicht nur in Geschichte, auch in Geografie. Hätte sie mal besser aufpassen müssen, ne? Sie kennt Länder, die hunderttausende Kilometer entfernt sind. Ich wusste noch ja nicht, dass wir den Mond besiedelt haben. Der ist nämlich gerade mal 384.000 Kilometer weg. Also muss da ja da Baerbock City da oben geben, oder ich weiß es nicht. Wenn ich mir so die Kugel hier angucke, das weiteste Land von Deutschland, egal ob du nach da oder nach da oder nach da fährst, ich glaube 20.000 Kilometer. Sind die nicht nur 20.000 Kilometer weg? So grob geschätzt, ne, also. Aber das kannst du alle auch im Internet mal googeln, wie weit die Länder weg sind. Das ist immer, immer herrlich. Ja, und wo wir dann schon mal bei den Ländern sind, ne? Nigeria. Ja, Nigeria war früher eine deutsche Kolonie, sagt Frau B. Ja, die liebe Annalena.
Die glaubt tatsächlich, Nigeria wäre meine deutsche Kolonie gewesen. Sind die Engländer jetzt alle zu Deutschland geworden? Oder wie haben wir das? War das nicht so, dass die Engländer da die Herrscher waren von Nigeria? Ach, Mann, Annalena, Annalena, ist dir noch zu helfen? Und wenn ja, bitte schreib mal in den Kommentar, wie dir zu helfen ist. Annalena, du blamierst das ganze Land auf der ganzen Welt, bis auf die Knochen. Das hat nichts mehr mit Diplomatie zu tun, was du da reißt. Nein, das ist nur noch peinlich. Absolut peinlich, Annalena. Hör endlich auf damit. Tritt zurück. Ja, und wenn du das nicht tust, dann muss der Olaf dich eben rausschmeißen. Das ist sein gutes Recht, dich rauszuschmeißen. Ach, hör auf, der Olaf. Der hat doch keine Eier in der Hose. Du glaubst doch nicht, dass der da... Oh, der hat doch jetzt erst da weggesagt, selbst um der Teller wegkommt, dein Kumpander. Jetzt soll er schon wieder was gegen die Grünen? Nee, der Olaf, der macht das nicht. Aber du da draußen vom Monitor. Geh doch mal mit auf eine Demo, wo der Rücktritt von solchen Personen verlangt wird. Vielleicht hauen sie ja da mal ab. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich würde mir das wünschen. Jetzt sofort Neuwahl. Ganz ohne Vorlauf, ganz ohne Wahlkampf, ganz ohne Lügen. Weil ihr lasst euch ja immer belügen, ne? In einem Wahlkampf. Ihr glaubt es dann auf einmal wieder. Ja, und dann kommt wieder CDU, SPD, Grüne, FDP. Soll ich dir was sagen? AfD, ein großes Kreuz. Alle. Dann ändert sich was, aber auch nur dann. Tschüss.